Doch, er sieht dich. Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir machen erstmal diesen Kampf hier. Es war ja klar, dass sie gleich kommen würde. Der andere hat sie doch gar nicht erst gesehen. Tja. Gut, wir sind sie weg. Ja. Wir sind hier in der Zwergenruine Betadams. Und suchen nach Orchendor, den Periete-Priester. Den sollen wir beseitigen. Die waren ganz schön flink, die beiden hier. Halt, zack. Ja. Du kannst ja mal erst oben noch gar nicht geguckt, was der hatte, weil die haben ja meistens ganz gute Sachen. Ja. Und der andere. So, mal gucken, wo der andere ist. Der ist oben, ganz oben. Oder hier an der Seite. Links hier hinter dem Pfosten. Oder ganz oben. Könnte sein, dass das der andere war. Kann auch sein. Nee, ist der. Glück. Alles klar. Okay. Ja, weil die anderen Trümmer sind hier ja beide runtergerollt. Mm. Da gucken wir doch mal, was es hier so unter Wasser gibt. Ich merke, dass Pepe ein Taucher ist im wahren Leben. Immer unter Wasser. Nicht allzu viel, wie es hier aussieht. Nee. Nö. Selten ist das. Gucken wir mal auf die andere Seite. Halt! Das war daneben. Knapp daneben ist bekanntlich auch daneben. Ah ja, man kann aber reingehen ins Wasser. Und wieder gut rauskommen. Jo. Sogar eine schöne Rampe hier. Mhm. Ich finde aber trotzdem nichts. Nee. Schade. So, bis jetzt. Aha, das ist ja ein Feind. Ja, hier sind wir runtergekommen, ja. Okay. Na gut. Mach doch Licht. Dann sollst du am besten mal wieder dein Schwert nehmen. Weil gegen diese Schwemer-Feinde helfen. Helfen unsere Zaubersprüche nichts. Nö, nee, nicht wirklich. Das ist sehr effektiv, aber... Bleib stehen. So. Aber das macht denen gar nichts. Und ja, schon besser. Bisschen. So, jetzt bin ich aber etwas verwirrt. Wo bin ich denn eigentlich hergekommen? Ich bin hier mitten durchgeschwommen. Ja. Du bist von oben gekommen, von da hinten oben. Ich glaube, du hast ja noch eine kleine, eine kleine Abweichung gehabt, indem du ins Wasser gegangen bist. Mehr war da nicht. Von da oben, da wo die, wo der Müll... Nein, ich bin da nicht runtergekommen. Aha. Dann von woanders. Da bin ich runtergekommen. Gut. Ich wollte doch wieder zurück, wo ich hergekommen bin, damit ich weiß, wo ich herkomme und wo ich hingehe. Hier, ja, das ist... Ja, ich sehe den Müll, alles klar. Ja, da bin ich hergekommen. Gut, gut. So, mit dem Licht in der Hand ist das natürlich nicht so ganz optimal. Mal sehen, wenn ihr was hier noch so kommt. Gegen Zwergenkonstrukte helfen die beiden Sachen natürlich nicht sehr viel. Ja, das sind die beiden. Dann gehen wir hier hoch. Ja, schön. Aber ich würde da jetzt nicht wieder runterspringen. Muss nicht unbedingt sein. Hier geht's ja wieder steil hoch. Ich meine, hinter Wasserfällen ist klar, dass es in allen diesen Spielen so. Da findet man öfter mal einen Schatz. Ja. Aber das hier wie so eine Wasserwand, das scheint mir irgendwie so mehr Dekoration als alles andere. Aber kann mich auch irgendwie. Hier war es nur.
Aber ein bisschen. So verdächtig ruhig hier. Ja. Aha. Was haben wir denn da? Eine Truhe. Ein Löffel. Toll. War ein schöner Löffel. Ja, ein goldener Löffel. Ach. Ja, ist ja gut. Was sollst du machen? Ich wollte einfach nur Mirakstab in der Hand nehmen. Beziehungsweise gucken, ob ich den Sucher drauf habe. Was rattert hier? Na, ich würde hier erstmal rechts und links. Da hinten ist es. Guck mal, ein großer. Au, 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 au. Aber ich glaube, da solltest du vielleicht mal lieber schießen. Das sollte ich. Das war's mit ihm. Gut. Ja, ja. Also hier müssen wir jetzt erstmal wieder. Der muss auch einmal irgendwann gefüllt werden hier. Ja, also das ist nicht leer, aber. So, die andere Seite hast du ja noch nicht angeguckt, oder? Welche andere Seite? Vom Eingang. Oder doch. Ging's da irgendwo hin? Ich weiß es nicht. Du hast halt nur nicht um die Ecke geguckt. Hier, links, da war nichts, oder? Ja, gut. Mehr ist hier nicht. Hatte ich ja wohl doch gesehen, dass nur nach links ging. Hm. Ich habe nur den Centurio gesehen. Ja, ja. So als potenziellen Gegner. So ist das, wenn man so ein kurzes Gedächtnis hat. Wow, shit, wie das aus. Doch mal auf die Karte, der scheint nicht mehr weit zu sein. Nö, ist er auch nicht. Ah ja, doch. Ach, das sieht. Werden ist wir doch sehen. Doch nur oben ein Eckchen. Unten. Wir werden sehen. Ich traue den Karten nicht. Ja, ja. Da kommt einem immer alles so weit weg vor und dann ist es hinterher doch ganz nah. Vor allem von wegen hier. Oh. Das kommt uns ja auch ziemlich bekannt vor, ja. Hier. Ist aber trotzdem. Anders. Ist es auch, weil er nämlich eine Waffe ist. Hier geht's nämlich ist. Nicht weiter. Da ist eine Waffe. Geh mal, dreh dich mal um. Geh mal rechts. So, links meine ich. War da nicht eine Waffe? Ja, da war doch eine Waffe hier. Das meinte ich. Ja, ja. Hm. Was denn ja? Ich sehe, dass ich nicht viel sehe. Und hier geht's auch weiter. Man kann sie aber nicht benutzen. Die kann man nicht. Aber wir sehen auch, wie es sei denn, es ist irgendwo ein Hebel, ich sehe aber keinen Hebel. Nee, da unten sind ja auch keine Gegner. Nee. So. Dann gehen wir hier weiter. Warum wolltest du zurückgehen? Nö. Nö. Nee, aber hier ist immer Schluss. Ja, hier ist Schluss. Aber hier gibt's einen Gang. So ist das doch gleich viel besser. Hier. Ja. Wir haben sie ertappt, wie wir da rauskommen aus dieser Ruhe. Da ist er. Ja. Wirst du das bleiben lassen? Ganz schön frech, die Kleine. Ah. Oh ja. Was hast du? Nix. Die haben alle nix. Ist nicht zu glauben.
Ich glaube, wir müssen mal den Manager rufen lassen. Wir müssen uns mal beschweren. So, hier ist nichts. Nichts. Auch nichts. Aha. Ich glaube, die Wache ist, aber kannst du reingehen? Ja, da waren wir auf der anderen Seite schon. Okay. Es sind auf beiden Seiten nur Trümmer. Ist ja nichts hier in der Gegend. Hier geht's runter. Ja. Aber okay, willst du erstmal. Willst du oben nochmal rumgehen oder willst du erstmal? Ich gehe oben erstmal rum. Ich glaube, oben geht's gar nicht weiter. Glaube ich auch. Nee. Nee. Alles klar. Nix. Du wolltest beitreten. Dann geht's nur unten weiter. Irgendwas in den Ecken versteckt? Auch nicht. Was haben sie schon toll hingekriegt? Diese Ruine. Immer wenn ich mich genau umgucke, ist nichts da. Wenn ich mich nicht genau umgucke, dann laufe ich natürlich wieder an 23 Sachen vorbei. Ach, guck mal, oh, da haben wir den. Da ist er. Speichern. Ja. Und reinschleichen. Da ist er. Hier, Ohrchen. Das war's mit dir. Ja. Du sollst dir immer genau angucken. Ja, ja. Klaro. Du suchst ihn hinterher wieder und sagst, wo war der denn? Ja, wo war er denn? Ja. Da war er. Den braucht man nicht. Aufzugschlüssel. Ah, das ist ein Lehrbuch. Ja. Nützt uns aber nichts mehr. Oh. Gute Sachen. Nicht schlecht. Also, den Stab des Heldenmuts brauchen wir natürlich nicht. Nee, wirklich nicht. Tja, das war ja mit die Antwort. Ist noch irgendwas hier? War ja nicht so. Ja, aus dem Schatten raus. Versteckt. So, jetzt müssen wir nur mal. Das gucken wir mal von wegen. Würde ich sagen, müssen wir mal den Kompass rauskommen, weil das sonst hilft. Irgendwo muss ja der Aufzug sein. Aber da oben ist man. Gut. Im Norden eigentlich. So. Da ist er wahrscheinlich, oder um die Ecke. Nee, an hier ist nichts. Ja, ja, schon klar. Ich habe ja gesehen, dass es im Norden ist. Ach, du hast auch eine kleine ich Kiste. Ich habe mich nur umgeguckt, ja, mal sehen, um die dicken raus. Schätze zu sehen, aber ich finde sie nicht. Halt. Was denn? Halt, wieder zurück. Warum? Weil da eine Truhe steht, die habe ich erst im Losfahren gesehen. Ach, typisch. Und dann sind da zwei Goldmünzen drin. Tja. Kannst du das garantieren? Nein. Nur los. Bisschen lang, dieser Ladebildschirm. Okay, nochmal abwärts. So, umdrehen. Ja. Da. Muss man sich doch mal angucken. Oh, 100 Gold. 100 Gold. Also mehr war da ja nicht drin, das war's. Das kannst du vergessen. Na gut, 100 Goldmünzen. Oh, ja. Muss man doch haben.
Vor allen Dingen weiß ich jetzt, was drin war. Ich hätte ja nie wieder schlafen können. Ich hätte mich ja jahrelang gefragt, was war in dieser Kiste? Ja, ja. So, mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Schlüssel erforderlich. Ja, den haben wir. Den haben wir ja. Ach so, ja genau, das war hier von außen, nämlich, das war ja verriegelt, da konnten wir ja nicht, also verschlossen war das. Genau. Na gut, dann können wir springen. Jo. Dann springen wir erstmal nach Haus Seeblick. Und dann wirst du dir Oskrim mal eine Zweihandwaffe basteln, oder? Nach Seeblick? Wir müssen doch erstmal Bescheid sagen, auch, oder? Wir noch erst zum Schrein. Ja, genau. Machen wir erstmal. Gehen wir erstmal zum Schrein. Ja, hier. Berichte Periete. Ja, wir müssen ja sowieso berichten, ist ja klar. Dann berichten wir mal. Na. Oh, das war ja unspektakulär. Ja. Hab ich ja nur einfach abgeballert. Das war unsportlich. Naja, Schleicher sind eigentlich immer etwas unsportlich. Ja. So, jetzt müssen wir wieder mit der Tonne sprechen. Jetzt muss ich schon wieder hier Weihrauch inhalieren. Ja, wenn es nur Weihrauch wäre. Gut gemacht, Sterblicher. Weiß er nicht. Alles ist in bester Ordnung. Und Orchendor streift in den Gruben umher. Sein Verrat wird bestraft, euer Gehorsam belohnt wird. Was würde uns mit dem Befallenen? Ja. Habt ihr einige von ihnen am Leben gelassen? Die Befallenen sind nur die Gefäße meines Segens. Durch ihre und meine Berührung wird er auf andere übertragen. Wenn die Zeit reif ist, wird ein anderer Aufseher Orchendor ersetzen. Fürs Erste ist jedoch alles geläutert und geordnet. Ja, ich glaube, wir haben wohl keinen am Leben gelassen, so wie es aussieht. Und wie geht's? Ja, doch, wir haben ein paar stehen lassen. Ach ja, stimmt. Also gut, aber wenn und die stehen tschüss. Lassen, haben wir nicht. Umarmt die Ordnung und die unumstößliche Wahrheit, Sterblicher. Lebt wohl. Ja, ja, schon gut. Das war's. So, eigentlich hätten wir jetzt was kriegen müssen, aber ich habe nichts gesehen. Ich eigentlich auch nicht. Meistens geben sie einen eine Waffe. Aber, keine Ahnung. Zauberbrecher, da ach, ist ja, es. Ja, wir haben eine Dinge. Ja, ja, das ist ein schönes Schild. Ich gar nicht mitbekommen. Er schafft beim Blocken einen Schutzzauber, der Zauber bis zu 50 Punkten absorbiert. Das ist richtig gut. Können wir gut brauchen. Ja. Gut, dann werden wir jetzt mal wieder zurück. Speichern und... Das ist ein Haus Seeblick. Haus Seeblick. Quatsch. Wo bin ich denn? Bin ich gerade. Ganz falsch. Schon lange nicht mehr da gewesen. Da. Ja, ich muss nämlich... Gut, dann gebe sich nämlich jetzt... Erstmal einen Norden. Oskrin ein Zweihandschwert. Da will er jetzt in der nächsten... Wir wollen ins bodenlose Loch. Da kann er ja dann mal wieder schießen, aber er wird dann auch mal ein bisschen Zweikampf üben. Ja. Nicht? Genau. Wir wollen schließlich ein paar Punkte kriegen. Auf unsere Zweihandwaffe. Genau. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. So, da sind wir wieder zurück. Wir sind vor Haus Seeblick. Pepe hat sich einen Zweihänder gebastelt. Kannst du dir mal kurz zeigen? Ja. Kannst du dir mal so kurz zeigen, was er für Eigenschaften hat? Ich kenne ihn ja auch noch nicht. Ich habe es ja nicht gesehen. Ich bin nicht zugekommen. Ja, da ist er. Hat natürlich nur 154 Schaden. Ja, ist klar. Ist ja ich habe ja zwar trainiert, aber keine Perks drauf. Dagegen meine Einhandschwerter sind doch schon deutlich besser. Also im Notfall wird man auf die beiden zurückgreifen, dann haben wir einen ganz anderen Schaden. Gut, aber der Zweihänder ist da Frostschaden wir macht, Punkte ja. sammeln wollen, ja. nehmen wir erstmal den hier, wenn es geht. Okay. Gut. Gut, dann gehen wir mal zum bodenlosen Loch. Ja. Ich glaube, der ist südlich von, das Loch ist, glaube ich, südlich von Winterfeste. Höhle, glaube ich, ist es oder so. Da ist da. Es. Genau, wir haben es ja schon entdeckt. Wir sind noch nicht reingegangen, weil man da nämlich nicht rauskommt. Also man springt da rein, da muss man sich halt seinen Weg unbedingt durch dieses Loch suchen.
Da muss man auf jeden Fall durch. Zurück ist nicht. Genau. Also sollte man sich überlegen, ob man groß genug ist oder sich groß genug fühlt. Ja, Mirak, ist ja nett, dass du hier auf dem Drachen reitest, aber wir wollen eigentlich zum bodenlosen Loch. Kommt gleich wieder so ein Dings hier. Na gut. Gut. Gehen wir mal rein. Erstmal schleichen, Waffe in die Hand. Und speichern. Dann gehen wir. Man sieht da den Falmer. Das kann man ja schon sehen an diesem... Ja, hier sind schon diese Falmer-Zäune. Genau. Daran sieht man schon... Ups. Es ist Huster. Und da sind wir. Ein Loch. Und hier geht's nicht zurück. Und hier sind auch keine Schätze, wie man sieht. Nee. Schade. Ja, und raus kommt man auch nicht. Kommst du überhaupt hier wieder raus? Naja, kommst du schon. Ja. Aber mit Mühe. Gut, viel mit Zeit Mühe, haben wir nicht mehr. Aber 2 Minuten haben wir noch, aber wir können schon mal. Aufpassen, die Falmer haben ja auch Fallen und die haben auch diese... gerne diese Stolperdrähte. Und über die kannst du nicht einfach laufen. Nee, hier ist erstmal ein Lager. Ja, wahrscheinlich. Aber es sieht ziemlich verlassen aus. Ja, das waren wahrscheinlich nicht die Falmer. Also. Oh. Die Geschichte von Eva Steinsänger. Das ist ja wohl auch ein... Ist ein Lehrbuch. Lehrbuch. Tja... Ja. Naja, also. Tomaten, nur Proviant drin. Ja. Hier geht's bergab. Aber wir nehmen lieber den moderateren Weg. Tatsächlich. Ja. Ausnahmsweise, ja. Der scheint mir doch ein bisschen gesünder. Da unten liegt einer. Da liegen noch mehrere. Na schau, es waren auch 3 Schlafsäcke, also werden es wohl die 3 sein. Also die werden hier wohl 3 Leute also rumliegen. Die, von denen wir annehmen, dass sie dort gewohnt oder ihr Lager aufgeschlagen haben. Aha, ein Bandit. Ja. Das noch ist aber nicht besonders, oder? Ein Belesener. Und da ist der 3. Gut, dann machen wir erstmal Schluss jetzt und machen wir dann weiter. Wir haben jetzt die Banditen gefunden und machen wir jetzt in der nächsten Folge dann weiter. Genau, dann wird's bestimmt lustig. Ja, bis dann. Bis dann, tschüss.